Ein militärisches Bündnis möchtest du. Wer bist denn du eigentlich? Was heißt denn jetzt Militär? Das hatte ich glaube auch gar nicht, oder? Warte mal. Gegenseitig unterstützen, stärkste Form Abzeichens. Ull. Ja, ist der mit meinen anderen Leuten auch in Frieden? Mit den Latzaks und den Fulks. Latzaks? Habe immer Angst, dass ich, wenn ich sowas annehme, dass mich irgendwann in die Scheiße reitet. Ja gut, dann würde ich das jetzt mal annehmen. Und das noch ausgleichen, bitte. Ja, noch ein bisschen Geld von dir. That'll do the job. Dankeschön. Ich hoffe, das war jetzt clever. Wieder Einspeis von Energie aus zum Beispiel der Bremse wird Rekuperation. Was? Rekuperation, doofes Wort, das man auch nicht merken musste, googeln. Rekuperation. Ja, das ist ja ein Scheißwort. Oh Gott. Was es für Wörter gibt. Das ist schon faszinierend manchmal. Verbundenheit ist der Lebenssaft eines jeden kriegerischen Bündnisses. Hegt und pflegt Verbundenheit. sie. Es macht sich Mögen spätestens mich. bezahlt, wenn ihr Hilfe benötigt. Cool, finde ich gut. Nicht ein Außenposten. Ach so, ja, das war das Thema. Aber das, der hat ja auch nur Ogre. Das bringt ja dann nichts, ne? Boah, Rafa, mach mir keine Angst. Voll fies, ey. Also, ehrlich. Oh, was ist das jetzt? Wie kam das denn jetzt zustande? War das jetzt doch doof, ein Lager zu bauen? Liegt das jetzt am Lager, dass ich so viel Minus habe? War das jetzt doof? Scheiße. Okay, überfordert. Ich bin überfordert. Wieso habe ich jetzt so viel Minus? Jetzt liegt das jetzt am Lager. Scheiße. Ich dachte, das bringt mir Kohle. Jetzt mal laden, das mit dem Lager lassen, aber ich dachte. Und halt 237. Aber ich verdiene 200. Ja. Ich lasse es jetzt mal stehen. Das wird schon irgendwie gut werden. Vielleicht. So, dann locke ich den jetzt aber da weg. Ich glaube, die kommen da schon klar. Kannst du nicht laufen? Ach so, weil ich angeklickt habe. Kommentar. Oh, ein doofes Wort. Was? Trajektorienplanung. Ein grundlegendes Element für das autonome Fahren. Ernsthaft? Wenn ich das überhaupt richtig an? Trajektorieren. Trajektorienplanung, so rum. Trajektorienplanung. March. Die Sprache, ich wäre ich bereit. Und so. Gut. I only obey myself. Boss of bosses. I obey only the Sonst wäre halt die Frage, ne? Wie machst du weiter? Das Problem ist ja unter, das sind halt echt. Halt noch einige. Oder lasse ich das hier erstmal und konzentriere mich. Wir machen erstmal die schwarze Festung, würde ich sagen. Achso, halt mal. Nein, ich bin vorbeigerannt. Arr! Ein Kleister. Vor lauter, ne? Oh Mann! Egal. So, da wollte ich nämlich eigentlich jetzt die Korruption versuchen, ein bisschen zu senken hier. Bin auch lost. Finde ich gut. Ach ja. Lost sein ist doch manchmal auch gar nicht.
Komm ich jetzt mehr Geld? Wie muss das denn sein hier? Schuhe 20. Aber fast. Geil. Die muss ich auch noch machen. Kommt nämlich so eine scheiß Orks-Armee. Was wollten ihr jetzt? Don't be a problem. Nicht der Angriffspakt. Das können wir ja erstmal machen. Immer zu finden, mit wie die zu meinen anderen Leuten stehen, aber gar nicht. War nicht angezwackt, ich weiß nicht. Nee, ich lasse das mal weg. Was ist denn. Ah, Scheibenkleister! Bei dem Run auch der Lion in einer ungünstigen Position gebaut oder war das ein anderer Run? Ja, es ist okay. Es ist, ja. Nicht so clever platziert, aber. Aber ich bin ja immer noch in dem einen Ogre-Run. Immer noch der gleiche. Also von daher, ja, es war hier. Das ist jetzt halt scheiße hier, ne? Weil die hier gerade unten greift von allen Seiten an und der Speckus kommt alleine überhaupt nicht mehr klar. Okay. Die Region da unten ist echt schwierig zu halten. Lalala, Aufstellung starten! Wir starten! Die Uhr eher zusammenhalten ist völlig normal. Schwierig wird es, wenn du versuchen würdest, andere Fraktionen auf deiner Seite zu bekommen. Da muss man zwangsläufig zeigen, dass man kein Außenseiter-Uhr ist. Es ist schon krass, wie unterschiedlich die Fraktionen da sind, ne? Gerade auch was die Diplomatie angeht und so. Faszinierend. Okay, hier greifen sie relativ schwach an. Ja, geil! Ja. Ja. Helle Wahnsinn. Überleg jetzt gerade. Mein Mann. Ich glaube, ich habe es aber richtig verstanden gehabt. Ne? Meistens überlese ich sowas grundsätzlich. Also ich meine, in dem Fall, dass ich halt... Verstehe, was du meinst. So rum. Überlege gerade, ob es clever wäre, wenn ich hier die meisten hinstelle und einfach nur versuche, den Kommandanten hier rauszunehmen, damit die dann einen Führerschaftsverlust kriegen und down sind. Das wäre jetzt gerade meine Überlegung. Weiß es nicht. Die Ogres sind eher verhasst, ähnlich wie die Chaos Nord oder Ork-Fraktionen bei den Vorgängern. Ich kann es ja auch verstehen, ne? Es sind halt Ogre. Wer will schon Ogre? Ich kann es schon verstehen. Wait, what? Wait, what? What? Ach, alles gut. Wird schon laufen. Oh. Wait, ogre mates. Hungry. Hungry. Wait, ogre mates. Ich mach die jetzt platt. Sowas von platt, die werden keine Chance haben. Ich hab eine gute Fantasie, finde ich. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Ogre Firebelly. Ogre Fire! Inheizen!
Ach ja, das, ja. God's help, boys. Ist ja egal, dann fällt es halt hier. This is a celebration. A celebration of blood and fire. X-Trommeln. Und die Kriegstrommeln. Ist ja auch cool. Ach ja. Macht mal einen Ansturm, kommt. Ihr seid eh alle gleich tot. Biggest in the tribe. Ah. Ansturm! Und jetzt gucke ich, dass ich irgendwie den Hauptmann reinnehmen. Funny Fantasie, das ist für fantastisch. Ah! Klingt gut. Das klingt gut. Aber guck mal, der hat schon, der ist schon Damage gekriegt. Ich probier das mit dem Plan. Das ist unsere einzige Möglichkeit, das zu schaffen. Ich aber abziehen. So, du kommst jetzt und nächste Feuerball rein. Er ist nicht gepanzert, ne? Genau, nehmt ihn raus, macht die Führerschaft. Schafft das. 55! Aber er ist gewachsen, oder? Er ist gewachsen. Zwar, also, jetzt nicht von euch viel. Aber ein bisschen. Gewachsen. Kleines bisschen. So, hier sind wir jetzt gleich alle down. Den Typen da rausnehmen, Leute. Geht halt da raus, wenn ihr nicht trefft. Noch nicht so schwer. Macht den futsch. Auch das. Ich brauch das jetzt. So, die sind gleich durch hier. Die sind schon durch, das ist schlecht. Das ist nicht das Siegboot. Wir wachsen vorne. Ach, 57, verdammt. Hätte 53 im Kopf. Also, aber dann ist er wenigstens nicht viel geschrumpft. Nur so ein bisschen. Habt ihr den jetzt down? Fast. Sie haben ihn fast down. Wir haben ihn fast down. Kommt. Ich hoffe, dass die. Das auch so passiert, wie ich das jetzt hoffe, dass die abhauen dann. Aber ich. Ganz sicher. Die sind von dem Siegpunkt wieder weg, das ist schon mal gut. Der ist down, aber geht die Führerschaft von denen jetzt runter? Mal die Hollerie mit. Ja, doch. Doch, oder? Oh nein, nicht weinen. Nicht weinen. Ich muss mir noch den Hack-Command hier drauflegen, dass ich den antippen muss. Natürlich knuddel. Er wächst wieder. Hoffentlich. Ja, ich wollte eigentlich. Hast du jetzt gezaubert? Nee. Ach, egal. So, wie sieht's denn jetzt aus? Hier sieht es sehr problematisch aus. Unser Feuerbauch vielleicht auch hochholen. Dann. Irgendwie, hier kann ich nichts mit Turm machen, ne? Gar nicht. Der wird eine kluge Reichweite haben.
Ich hätte gehofft, dass die Führerschaft von denen jetzt so schnell down geht, weil die keine Anführer mehr haben, dass sie abhauen. Aber ist leider doch nicht der Fall. Schade. Das wäre echt cool. Schade. Ja, klappt. Oh, die waren getarnt. Schwein! Überrennt sie! Was wird denn gedauert? Oft hier? Unsere Einheit wurde ausgelöscht. Ja, die werden jetzt alle ausgelöscht. Das ist halt leider so. Schade. Ja, hallo. Na ja, steuern bitte. Aber ich habe mich gut geschlagen, finde ich. Hätte schlimmer laufen können. Wie der eine jetzt gegen die ganze Armee hier steht. Wir uns dann aufgeben langsam. Tut. Das war's. Gut. Oh, doch, ich hab dem relativ viel abgezogen. Was Süßes. Ist da. Haben die jetzt gemacht mit der Siedlung da unten? Vielleicht mal kurz runter gucken. Müssen wir nochmal laden und unseren Speckus gucken, dass wir den oben irgendwie lassen in Reichweite. Geplündert, okay, die haben geplündert quasi einfach. Hm? Unruhe ist kritisch. Ja, das ist mir klar da unten. Das ist schwierig. Bei manchen Gefechten habe ich ohne Verluste Niederlage zugeben damit ich keine Verluste in meiner kleinen Armee nehmen muss. Das habe ich noch nie gemacht. Das könnte ich aber ausprobieren, ja. Gracious, this shockingly obese. Oh, no one in charge. Oh, wie war denn. Also, wie war denn jetzt weiter? Das ist. Also. Planlos Kacke gerade hier.